Herzlich willkommen zu deinem Yoga und Gratulation zum Frauentag. Wir zeichnen heute am 8. März auf und deshalb, weil heute Frauentag ist, haben wir auch das Thema, wofür kämpfst du? Also lege deine Waffe parat, du brauchst einen Klotz. Und komm dann bitte in den Vierfüßler. Wir haben am Anfang einen aktiveren Teil mit Vinyasa und danach, je nachdem wie viel Zeit wir noch haben, wir haben also 30 Minuten, noch den konzentrierten Teil in einzelnen Haltungen. Du kommst in den Vierfüßler, bleibst hier aber einen Moment in der Position. Gesicht ganz weich, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und kommst an. Du spürst, schließ ruhig die Augen, wenn dir das angenehm ist. Die Matte unter dir, unter den Händen, unter den Knien und entweder unterm Fußrücken oder den Zehen. Wie verteilt sich dein Gewicht? Es wird ja auch manchmal Tischhaltung genannt. Wie fühlt sich denn dein Tisch, also Hinterkopf und Rücken, an? Ist dein Kopf schwer, ist er leicht? Ist im Rücken alles in Ordnung oder gibt es Stellen, die sich nicht so gut anfühlen? Umgekehrt, Stellen, die sich sehr wohlig anfühlen in deinem Körper. Spüre durch den Körper und spüre jetzt, wie viel Kraft im Moment da ist. Registriere genauso, in welchem Zustand dein Geist ist. Welche Gedanken, welche Energie geht dir durch den Kopf? Und dann, ohne dich, dass du dich da dran hängst, ne? Einfach wahrnehmen. Und dann atme bewusster ein, sodass du spüren kannst, dass die Bewegung des Brustkorbs dir auch ein wenig die Arme zur Seite schiebt in der Einatmung und dass die Arme sich zurückbewegen, wenn du ausatmest. Schließlich öffne die Augen und beginne mit der Tigeratmung. Einatmen, bringe dein Herz nach vorne, dem entgegen, wofür du kämpfst. Und ausatmend, komm in den Katzenbuckel und atme durch den Mund aus. Einatmend durch die Nase, wieder Herz zur Sache. Und ausatmend. Ausreinigen, loslassen, Ballast abwerfen. Wenn du das nächste Mal, mach ruhig so weiter mit der Tigeratmung, wenn du das nächste Mal ausatmest, dann hebst du auch noch ganz leicht die Knie an. Setzt sie zur Einatmung ab. Wenn es möglich ist, ne? Füße auf dem Fußrücken lassen, während du die Knie anhebst. Halte kurz inne und nimm dann den Klotz dazu. Du klemmst dir den Klotz zwischen die Oberschenkel und hältst ihn fest. Also jetzt im Unterschied zur Bewegung vorher, die aktiven Beine. Und dann probierst du noch jedes zweite Mal, wenn du die Knie anhebst, höher zu kommen und die Füße umzustellen in den abwärts schauenden Hund. Dann wieder in den Vierfüßler, Tigeratmung. Und dann beim nächsten Mal einfach nur die Knie anheben, so wie am Anfang. Also jedes zweite Mal Knie anheben und Füße umstellen, dass du auf die Zehen kommst zum abwärts schauenden Hund. Und weiter in der Tigeratmung.
wofür kämpfst du heute? Was ist dir besonders wichtig? Womit verbindest du dich? Wenn du das nächste Mal im Hund bist und dann einatmest, schwingst du diesmal nach vorne in den hohen Liegestütz, bringst dann die Knie zu Boden, Ellenbogen dicht an den Körper und nach hinten, du gleitest mit dem Brustkorb nach unten, Gesicht Richtung Matte oder Kinn auf die Matte und schiebst dich dann nach vorne in die Bauchlage. Dann muss der Klotz weiter hinten raushängen, sonst ist er im Weg, ne? Lies dich einmal ab in der Bauchlage. Und wenn die nächste Einatmung kommt, schiebst du den Oberkörper hoch, Herz zum Himmel und rollst zurück. Wenn hier die Ausatmung ist, ne, du passt die Position im Vierfüßler an. Wenn du in der Ausatmung immer noch bist, wenn du zurückgekommen bist, hebst du auch noch die Knie an, ne, Katzenbuckel. Wenn du schon einatmest, beginnst du mit der Kuhstellung. Ne? Und passt dann entsprechend den weiteren Bewegungsablauf an. Also es muss dann, eben wenn du hochgekommen bist, als nächstes, um im Ablauf zu bleiben, einmal die Knie anheben, ne? Und dann im Vierfüßler weiter. Und dann kommt als nächstes sowieso wieder der Hund. Und das nach vorne rollen in den hohen Liegestütz aus dem Hund. Seine Einatmung. Ausatmend gehst du zu Boden, legst dich ganz ab und rollst am Ende aus, legst dich ab und kommst dann einatmend über die Kobra hoch. Ausatmend, Knie hoch. Einatmend, Tigeratmung, Kuh. Und ausatmend, abwärts schauender Hund. Probier es mal im eigenen Rhythmus und den Klotz fester zwischen den Beinen. Kraft einsetzen und da auch beharrlich bleiben. So wie du den Klotz festhalten willst, behältst du auch dein Ziel im Auge und tust das, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht geht alles nach Plan, vielleicht musst du den Plan zwischendurch ändern, kennt man ja, da gibt es ja noch sowas wie das Leben. Das ist anders macht, als man sich das denkt. Dann gehst du flexibel damit um. Und manchmal machst du einfach eine Pause. Wenn du denkst, es reicht, ich habe keine Kraft mehr oder ich weiß gerade nicht, Pause machen, auftanken, dich deiner Freunde vergewissern, Unterstützung holen, dann weiter. Letzte Runde, noch einmal durch, bis du das nächste Mal wieder im abwärts schauenden Hund bist. In Ruhe noch einmal durch. Wenn du hier im Hund stehst, dann wechselst du einige Male. Du ziehst die Fersen ganz hoch und schiebst die Fersen zu Boden. Dehnen die Beinrückseiten, dehnen die Fußsohlen und versuch das so zu machen, dass du, wenn du hochkommst, die Zehen auch in die Matte drückst und wenn du die Fersen runterschiebst, es kommt jetzt darauf an, wie weit du runterkommst, versuchst du die Zehen abzuheben, zu spreizen und von außen nach innen aufzulegen. Ja, weiches Gesicht dabei und breite Schultern. Ellenbogen Richtung Matte drehen. Ja, breite Schultern, breiter Schultergürtel. Noch zweimal. Deine Hände haben weiter guten Kontakt, ne? Bis in die Fingerspitzen greifst du in die Matte. Und wenn du das nächste Mal die Fersen Richtung Boden geschoben hast, dann nimmst du den Klotz weg und bringst die Füße ganz eng zusammen. Der nächsten Einatmung hebst du das rechte Bein hoch und ziehst ausatmend das Knie nach vorne, wohin du willst, ne? Mal rechts, nach links, in die Mitte, wie du willst.
Schiebst das Einatmen zurück, noch zweimal. Knie nach vorne. Und noch einmal. Knie nach vorne. Jetzt bleibst du hier und stellst den Fuß rechts neben die Hand oder auf die rechte Seite. Und probierst aus, deine Variante. Du kannst hier auf Unterarme kommen, wenn du kannst. Wenn du feststellst, nee, so tief komme ich nicht. Dann holst du dir wieder den Klotz und noch den anderen dazu. Und bleibst weiter oben, ne, und stützt dich hier ab. Oder manchmal reicht es auch, wenn man die Klötze unter die Unterarme legt. Ja? Du kannst auch das linke Knie aufsetzen. Manchmal bringt das auch Erleichterung. Und dann nochmal probieren. Ja? Oder wie gesagt, weiter oben bleiben. Hüften nach vorne schieben, wenn du weiter oben bist. Und auf jeden Fall nach unten sinken, wenn die Ellenbogen am Boden sind. Das ist jetzt vielleicht eine der interessanteren Haltungen. Atme in Ruhe weiter. Noch zwei Atemzüge, tief, tief sinken lassen. Und dann setzt du die Hände wieder auf und kommst zurück in den Hund. Wechselst dann die Seite. Ja? Linkes Bein hochziehen und Knie nach vorne. Noch zweimal. Das Ganze, sowas geht auch immer, wenn man nicht auf Handgelenken sein will oder nicht so viel Gewicht darauf haben will. Ja? Entweder auf Unterarmen, ne? Und dann variiert man das so auf Unterarmen, wie man kann. Oder im Vierfüßler. Ne? Würde auch gehen. Knie nach vorne ziehen, Bein nach hinten wegstrecken und da ruhig mit Spaß ganz hoch gehen. Nach dem dritten Mal parkst du den linken Fuß vorne links. Ja, und probierst jetzt auf der Seite. Kommst auf Unterarme. Ne? Und dann ruhig. Es ist ja, wenn man für etwas kämpft, nicht immer klappt's. Ah, ich hatte ja Gehaltsverhandlungen, habe ich euch erzählt. Es hat sich gelohnt. Ich habe zwar nicht mein Ergebnis bekommen, aber ich habe ein Ergebnis bekommen. Das hätte ich nicht bekommen, hätte ich mich nicht getraut. Und es war schrecklich für mich, Gehaltsverhandlungen zu führen, aber musste sein. Nur mit dem Ergebnis werde ich das natürlich immer wieder machen, allein schon zum Üben. Deshalb Ermutigung an euch, kämpft für die Sache. Man kämpft immer für sich selbst, ne? Dadurch, dass man es macht. Das Ergebnis ist dann erst Schritt 2. Ja? Aber manches muss man einfach machen, weil es wichtig ist. Auch wenn es einem gar nicht gefällt oder behagt. Ja, sonst würde man es ja wahrscheinlich auch nicht Kampf nennen, sondern Schmusen. Ja? Atem fließen lassen. Und immer die Augen schließen und die Haltung spüren. Und dich selbst spüren in der Position. In deiner Variante. Noch einen Atemzug und dann kommst du wieder zurück in den abwärts schauenden Hund oder Delfin. Delfin ist auf Unterarmen dann, ne? Und streckst dich hier durch. Rücken in die Länge ziehen, Fersen Richtung Boden, Knie können gebeugt sein. Ne? Der gestreckte Rücken ist wichtig, die gestreckten Beine sind es nicht so. Und dann läufst du mit den Händen zurück Richtung Füße. Stellst die Füße auseinander, Zehen zeigen nach außen und schiebst den Po Richtung Matte und setzt dich hier in die Yoga-Hocke. Ja, wenn die geht, wenn das für dich geht, ich zeige es uns gleich eine Variante. Und schiebst mit den Ellenbogen die Beine auseinander, Rücken strecken, Handinnenflächen zusammen. Sind die Hände wahrscheinlich vom Herzen, ja? Und bleibst in der Haltung. Jetzt mit einem Gesichtsausdruck. Kannst gerne lächeln, aber einem Gesichtsausdruck, der dir bewusst ist. Ja? Ohne, also die Anstrengung fürs Lächeln ist okay, ist ja auch Muskelarbeit, aber sonst ohne was mit deinem Gesicht zu tun. Einfach nur dein Gesicht, ohne alles.
Und dann schiebst du die Beine Richtung Boden, Füße in den Boden drücken und langsam hochkommen. Langsam hoch, Steißbein etwas nach vorne. Die Arme hochziehen, Arme öffnen, nach oben schauen, ganz nach oben strecken. Und nochmal signalisieren, dass du das Gefäß bist, in das das Universum Kraft stecken soll. Ja, zwischen Himmel und Erde. Anziehen, das, was du brauchst. Mit der nächsten Ausatmung schließt du wieder, bringst die Hände zusammen. Deine Hände hinter den Kopf, deinen Geist stärken, Hände zum Herzen. Und dann gehst du nach vorne zur Mattenkante. Wir gehen einmal durch den Sonnengruß durch. Wieder mit Klotz, also das heißt, wir bewegen uns symmetrisch. So, jetzt kommt hier Kraft zwischen die Beine. Ja? Einatmend richtest du dich auf. Hände zusammen, ausatmen, deinen Geist von hinten berühren. Also den Kopf. Dein Herz von vorne und ganz vorbeugen. Noch zweimal einatmen, aufrichten. Ausatmen, Hände hinter den Kopf, Hände zum Herzen und ganz vorbeugen. Etwas Demut, ne? Die Sache ist nicht nur in deiner Hand. Und das dritte Mal. Und in die Vorbeuge. Von hier hüpfst du in den abwärts schauenden Hund. Ruhig mit kleineren Hüpfern. Du kannst auch einen großen nehmen. Ich fand die Woche, die kleineren Hüpfer machen mehr Spaß, aber mein Spaß ist mein Spaß. Mach das, was dir gefällt, du willst in den Hund. Von hier rollst du einatmend in den hohen Liegestütz, wie vorhin. Ausatmend gehst du zu Boden, richtest dich einatmend auf, schwingst zurück, ausatmend in den abwärts schauenden Hund und hüpfst wieder nach vorne, jetzt dreimal. Noch einmal, einen Durchlauf noch, einen. Dreimal ein und aus, der Bewegung von gerade eben. Na, und stell dir vor, dass die Arme durch diese Energie gleiten in der Luft und du badest in Kraft. Du tankst auf, du lädst auf. Und nach dem dritten Mal zurückhüpfen, aktive Beine in den Hund, aus dem Hund vor Vinyasa. Geh mal bitte vom hohen Liegestütz in den tiefen und dann zu Boden. Und dann probier es mal mit dem aufwärts schauenden Hund aufrichten und den Oberkörper, die Beine anheben. Und von hier zurück in den abwärts schauenden Hund und dann nach vorne hüpfen. Ja? Einatmen, aufrichten und ausatmen, einfach die Hände hinter den Kopf und zum Herzen. Nachspüren. Und dann einatmend Arme wieder anheben, ausatmend vorbeugen. Jetzt nimmst du den Klotz weg und bringst das rechte Bein nach hinten. Du stellst die Füße parallel, setzt die Hände auf, entweder auf die Matte oder den Boden vor dir oder du gehst höher, ne? Damit dein Rücken gestreckt bleibt. Ja, manche kommen nicht bis runter. Und wiederholst hier die Tigeratmung. Nochmal mit der bewussten Ausatmung. Mach in Ruhe weiter, ich komme aber einmal näher. Für die bewusste Ausatmung jetzt nimmst du die Löwenatmung dazu. Das heißt, die ist sehr expressiv. Ausatmen, die Zunge weit rausstrecken, richtig mal den Zungenmuskel dehnen. Und die Augen entweder auf die Nasenspitze konzentrieren oder zum dritten Auge Nasenwurzel. Probier mal aus, wie es sich für dich anfühlt, eins von beiden. Ja? Mit jeder Ausatmung. Einatmen, unbeeindrucktes Gesicht durch die Nase einatmen. Und das Ganze in der Tigeratmung aus der Grätsche. Genau. Und schön hier die Zunge zeigen. Löwenatmung. Ja? Du kämpfst für was. Und dann bist du dir auch nicht zu blöde. Ne? Egal, was die anderen sagen, du bleibst bei deiner Sache. Noch zweimal. Und dann kommst du wieder nach links und bringst einmal das rechte Knie zu Boden. Hüften nach vorne schieben. Hebst das Bein wieder an, bringst das linke Bein zurück.
Und dann das rechte nach vorne, Knie zu Boden. Und drehst dich dann zur linken Seite in die Grätsche. Ich drehe mich nur einmal um zu euch. Und hier kommst du hoch. Zehen zeigen nach außen, Knie zeigen nach außen. Kniescheiben immer Richtung kleiner Zeh ziehen. Die Stellung der Göttin. Wir gehen jetzt in eine starke Atemtechnik. Ja, bist aufgerichtet. Haltung der Göttin. Hüften tief, so tief wie es geht. Braucht ein bisschen Kraft. Ne? Arme hoch. Und Achtung, das wird laut jetzt. Ja, Piratenatmung. Arme hoch. Du, könnt ihr das gut sehen? Die Hände sind offen. Du streckst die Finger auseinander. Da ist Kraft drin. Ziehst die Luft ein durch die Nase. Und dann ausatmend Fäuste und runterziehen. Ha! Noch 7 Mal. Ha! Ja, es waren insgesamt 8. Und das machen wir jetzt von vorne. Arme vor. Ja, und zu dir heranziehen. Dich an dein Ziel ziehen dadurch. Ha! 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 Jetzt nochmal von oben, aber 4 Mal. Ha! 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 Und von vorne. Ha! 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 Und 2 Mal. Und 1 Mal. Ha. Ha. Arme locker lassen, Füße langsam zusammenbringen. Füße ganz zusammenbringen, sie sich innen berühren, Innenseiten, also großer Zeh, Großzehengelenk, Fersen, Innenseite. Einatmen, nochmal weit öffnen. Ausatmen, die Hände zum Herzen, nachspüren, Augen schließen. Spüre deine Kraft. Vielleicht fühlst du dich jetzt ganz stark. Vielleicht ist es heute gar nicht so. Das macht doch nichts. Du stehst, du bist da. Du lebst. Das ist Kraft. Spür dich. Spür dich. Deine Stärke, die da ist. Und denk an dein Ziel. Wofür kämpfst du? Es kann heute sein. Es kann in diesen Tagen sein. Es kann in dieser Lebensphase sein. Das kann den Sinn deines Lebens umfassen. Du weißt, wofür du kämpfst. Öffne die Augen noch einmal, langsam die Arme weit öffnen, diese Energie spüren, die Unterstützung, die da ist, die ist da. Weit, weit öffnen, Hände zusammenbringen, Blick zum Himmel. Zusammenarbeit mit dem, was über dich hinausgeht, wie auch immer du das nennst. Und dann ausatmend die Hände hinter den Kopf, bring deinen Geist klar. Die Hände zum Herzen, bleib mit Liebe verbunden und verneige dich vor dir selbst. In Respekt vor dem, was du leistest und wer du bist. Ich bedanke mich. In Respekt vor dem, dass du es geschafft hast, heute mitzumachen, und wünsche einen schönen Tag.